Und jetzt geht's tatsächlich ins Finale. Und das heißt so. Oh. The Circle. Eine purere und brachialere Form des Fangens gibt es nicht als das. Du trainierst schon mal, 2020 wirst du dann laufen bei deiner Revanche. Für die große Revanche, absolut, ich bin wieder dabei. Und schau jetzt schon mal, das sind die Regeln dazu. Lernen. Die Spieler starten auf sich gegenüberliegenden Seiten eines Kreises. Beide sind Fänger und Läufer zugleich. Ein Spieler kann zu einem beliebigen Zeitpunkt mit einem Mitspieler wechseln. Jeder aus dem Team darf nur einmal laufen. Das Team, dessen Spieler seinen Gegner einholen und fangen kann, gewinnt das Match und wird deutscher Meister im Fangen. Ja, um dieses Ding hier geht's. Das ist die Trophäe. Luke, du darfst einmal. Sie nicht einmal anfassen. Anfassen, ja? Ich weiß, dass im Champions League-Finale 98 wollte Oli Kahn, nachdem er tragisch gegen Manchester United verloren hat, den Pokal einmal anfassen. Und dann hat er es nicht gemacht. Und dann hat er 2 Jahre später, 2001, das Ding geholt. Deswegen fasse ich ihn nicht an, in weiser Voraussicht irgendwann selber zu sagen, da ist das Ding. Und uns erwartet jetzt ein unglaubliches, spektakuläres Finale um den deutschen Meistertitel im Fangen. Geht bitte auf eure Position, entscheidet sehr klug, wer wann an den Start geht, wer wie lange läuft. Auch das ist richtig Thriller und ist wichtig bei der Entscheidung. Zum allerletzten Mal übernimmt jetzt unser Mann am Mikro, der eine unglaubliche Stimme hat. Jan, auch dir danke. Du bist unser deutscher Meister im Kommentieren. Jan Platte. Danke, Andrea. Und hier ist wirklich viel Drama-Potenzial. Es geht ums Taktieren. Luke hat das gerade treffend beschrieben, was da jetzt auf alle wartet. In Lila und in Gelb. Diese fiese Nummer hat er sich ja aber ausgedacht. Als i-Tüpfelchen auf so einen Abend der Anstrengungen. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie sie es machen. David hat lange überlegt. Wie gehen wir es an? Der Blick rüber. Wer ist der Erste, der läuft? Dean oder doch Fabi? Ihr entscheidet euch für Fabi. Nicht zu früh wechseln. Ein Mini-Tipp, das haben wir auch aus den letzten Sendungen gelernt. Teilt euch eure Kräfte gut ein. Viel Glück euch beiden. Bald wissen wir, wer wird der Deutsche Meister Empfang 2019 werden. Zwei, eins, catch. Es gibt keine Endhaltestelle, aber es gibt den klaren Tempoantritt von Fabi. Und dass der so in der Spur bleibt, ist schon erstaunlich. Pete kriegt es natürlich mit, dass er sich beeilen muss. Und jetzt Nadine, sie setzen komplett auf die Karte Geschwindigkeit in Gelb. Und Pete, der muss jetzt wissen, reicht die Kraft noch für eine weitere Runde? Gegen Nadine, eine Top-Sprinterin. Jeder kann das auch mal ausprobieren, irgendwo auf dem Spielplatz, überhaupt mit Geschwindigkeit über den Kreis zu laufen. Die Fliehkräfte sind der Wahnsinn, vor allen Dingen, wenn man dann ins Tempo geht. Wann wird gewechselt? David sagt, lauf weiter. Jetzt kommt Marc. Ihr wechselt noch gar nicht, ihr Lilanen. Jetzt laufen sie los. David hat alles im Blick, richtig rauszurutschen. Wichtig von Pete, denn wenn er auf der Bahn bleibt, dann darf er gefangen werden. Und jetzt hat Gelb nur noch einen Läufer. Aber Marc ist relativ nah dran an Luca. Also eigentlich noch kein Grund zu tauschen bei den Gelben. Ihr habt nur noch eine Option. Jetzt kommt Dean und der fliegt durch diesen Parcours. Dean will sich Luca holen. Der Wechsel muss klappen in Lila. Wenn David wegkommt, dann hat Lila die besten Karten. David Odonkor sprintet davon. Das sind die beiden, die im nicht messbaren Bereich unterwegs sind. Dean, ihr dürft nicht mehr wechseln. Der will den Stab abgeben. Es darf keiner mehr, außer Dean. Oh Gott, diese Muskeln, die brauchen Sauerstoff. David hat es schon mal geschafft, aber da war die Gegnerin Sophia Tomalla. Jetzt hat er Dean und jetzt wird es eine entschleunigte Nummer. Die beiden brauchen noch mal Unterstützung. Wir wechseln in den Jogging-Modus. Dabei haben wir zwei Sprintertiere in der Manege. Oh Mann, das wird jetzt The Circle Schach.
David hätte noch die Möglichkeit, den Stab zu übergeben an Jacqueline. Dean, der wollte schon raus, der hatte schon fertig. Aber jetzt gibt's keine andere Möglichkeit mehr, als durchzuhalten. Und David kommt. David kommt. Und man sieht praktisch von Meter zu Meter, wie Deans Muskulatur anfängt zu kapitulieren. Der Schlauch. Und David kommt. Und David holt das Ding. Lila, ihr habt's geschafft. Was für ein Finale. Hast du nochmal deutscher Meister wirst? Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich freue mich, dass wir als Team so gut funktioniert haben. Wahnsinn! Und dass wir jetzt den Pott geholt haben. Du hast es schon wie beim Finale davor einfach gemacht. Erstmal wieder ruhiger geworden und dann hast du nochmal richtig abgezogen. Und das bei Dean. Ja, jeder Mensch ist schlagbar, jeder Spieler. Und ich musste einfach durchziehen. Dean ist eine Maschine, hat gut angefangen, wurde immer schwächer, aber scheißegal, wir haben gewonnen. Und Peter hat auch mal, du bist so lange gelaufen, Wahnsinn. Ich konnte einfach nicht mehr, mein Fuß hat wehgetan. Ich habe einfach an meine Eltern und an meine Freundin gedacht und dann habe ich den Schmerz vergessen. Aber David hat das Ding geholt. Und damit kommt jetzt ein bisschen bittersüßer Moment, denn Luke, sag auf Wiedersehen zu deiner Trophäe. Also, in Kraft des mir verliehenen Amtes, als Präsident des Fangensports in Deutschland überreiche ich die zweite deutsche Meisterschaft im Fangen. Geht an Team David Odonkor. David, genieß es. Das ist die deutsche Meisterschaft. Und wir wollen eine Ehrenrunde. Los! Teile es mit deinen Fans, mit dem Publikum, die das hier alles mit dir gefeiert haben. Was für wunderschöne Bilder, ganz ehrlich, so geil, so emotional. Ist doch einfach nur Sport, oder? Ja, und vor allem ein Sport wie Fangen, das die Leute so emotionalisiert. Ich bin auch total gerührt. Es ist wunderschön. Also es ist wunderschön und du hast noch eine Rechnung offen, das heißt, die Trophäe will wieder zu dir zurück. Es ist ein Wanderpokal und er wandert nächstes Jahr an mein Team. Welches Team auch immer, welche Farbe ich auch immer dann trage. Wir werden natürlich mit dabei sein und jetzt sagen wir, Sie können noch ein bisschen Bauchmuskeltraining machen. Hier wird gefeiert und wir sind dann bald wieder für Sie da, wenn es heißt die Revanche des Luke Mockridge. Ciao. Simon, danke. Danke auch. Mega. David Odonkor ist deutscher Meister. Wieder. Tja. Wahnsinn.